Ich wünsche auch Barlock einen schönen guten Abend, der gerade in Discord jetzt reingekommen ist. Und wir haben noch, oh, 4 Minuten Zeit. Das ist noch Sattzeit. Wir sind eigentlich noch einer mehr, aber Ataro hat gerade mit seinem Handy Probleme, schreibt er mir gerade. Ach ja, und da ist der Spike. Der Spike ist aber noch nicht in Discord. Ich höre gerade, einige haben ein Update, das installiert wird gerade bei Discord. Das ist normalerweise kein Drama. Das warten wir kurz ab. Wir haben auch noch Zeit. Alles gut. Piep, piep, Spike, ich glaube, du meinst mich, ne? Ja. Ja, aber wenn ich das jetzt gerade wüsste, wenn ich das jetzt gerade wüsste. Also ich empfehle es auch nochmal an die anderen weiter. Wir haben ja bei Discord dieses kleine Geräusch, wenn Leute rein und rausgehen. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Irgendwann geht mal einer vielleicht gar nicht mit Absicht raus, der Rechner springt raus oder sonst was. Ihr könnt das abschalten, aber ich habe jetzt dummerweise noch nicht auf dem Schirm, wo. Sonst würde ich euch einen Tipp geben. Es ist aber abschaltbar in den Einstellungen mit Sicherheit. Und ich habe es auch mal gefunden im Menü. Man kann das auf jeden Fall loswerden. Guten Abend, Klausi. Grüß dich. Ja, es ist. Ich habe da so eine Kontrolle, wer bleibt und wer weggeht. Das ist auch nicht schlecht. Das schreibe ich mir alles auf. Spike, nochmal schönen Dank für dieses wunderschöne Infoboard drüben bei Solothurn im Weltraumbahnhof. Das ist echt eine schöne Sache. Die Grids müssen zusammenarbeiten. Wobei ich habe dir ja erzählt, warum das so ist, dass wir hauptsächlich Insekten live sind. Aber ich habe da keine Probleme. Ich war auch in vielen Grids immer wieder zum Vorlesen. Jederzeit gerne. Problem ist immer so ein bisschen dann auch Autoren in die anderen Grids mit reinzunehmen, weil da halt die Population geringer ist an Publikum. Wir lassen uns noch 2 Minuten Zeit. Ich glaube, dass eventuell noch ein oder zwei Leute das Update von Discord haben. So viel Zeit haben wir, das ist kein Problem. Und dann steigen wir gleich in die Lesung von Ralf Steinberg ein. Guten Abend, Miara, wobei sie mich nicht hören kann.
Jetzt kann ich Mia einen guten Abend wünschen. Sie ist auch bei uns hier. Hallo. Im Moment sage ich was, Miara, du müsstest was hören. Ich plaudere. Können die anderen mich hören? Ich höre dich. Alles klar. Ich mach mal bla 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 bla, rababa rababa bla. Es scheint bei Bienen und bei Miara ein Tonproblem zu geben. Die hören gerade nichts. Und okay. Ja. Ja, okay. Im Zweifelsfall ausweichen. So, meine Lieben, es ist jetzt 20:09 Uhr. Wenn jetzt Anfragen kommen, ob ich kurz einen Kurs geben kann, wie es geht, ist ein bisschen spät, das schaffe ich jetzt nicht auf einmal. Klausi, die Lesung kommt wieder hier. Klausi, kannst du uns hören? Er reagiert zumindest, also gehe ich davon aus. Ja, so Logo ist es gar nicht im Moment, weil zwei Leute können nichts hören. Gut, alles klar. Ja, aber ich denke, es ist 20:10 Uhr sogar mittlerweile und wir sollten jetzt an dieser Stelle ganz langsam einsteigen, wobei ich noch ganz kurz eine Nachricht verschicke. So, 5-minütige planmäßige Verspätung, um die Technik-Updates noch durchführen zu können. Und ich begrüße euch heute Abend an diesem wunderschönen Sonntagabend hier bei BookTom Bloch, der das heutige Bühnenbild für Ralf Steinberg entworfen hat. Ja, und ich begrüße natürlich Ralf. Guten Abend, Ralf. Hallo Thorsten. Schön, dich zu hören. Da ist er. Ganz klar. Es klingt ein bisschen, als würde er draußen auf dem Balkon sitzen. Das ist eine schöne Soundatmo. Das lassen wir einfach mal so. Und ja, ich denke, du hast dich, also ihr habt schon richtig viele Proben gemacht, ne? Buck und du, ihr habt hier schon geprobt oben. Wie gefällt es dir denn hier? Super, es sieht genauso aus, wie es aussehen soll. Das hören wir natürlich immer gerne. Und ich muss auch Buck nochmal ein Kompliment machen. Er hat akribisch, wie wir das kennen, und mit ganz viel Detailverliebtheit hier heute alles vorbereitet, beziehungsweise in den letzten Wochen alles vorbereitet für heute. Und diese wunderbare und, wie ich finde, sehr originelle Umgebung geschaffen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir immer wieder ganz unterschiedliche Leute haben, die Bühnenbilder machen, eben um immer wieder
frischen Wind hier hereinzubringen. Ja, du bist, Ralf, ein Hans Dampf so ein bisschen in allen Gassen, ist so mein Eindruck. Also ich kenne dich von Cons her, ich kenne dich natürlich vom Fantasy Guide her, aber du schreibst auch selber. Wie viele Kurzgeschichten waren es denn bisher bei dir so? Na, so viel war das noch gar nicht. Unter 10. Unter 10. Aber du bist schon einige Zeit dabei und ich glaube, du warst unter anderem, warst du nicht auch in Bullet mit dabei vor einigen Jahren, wo ich auch mit drin war? Nee, ich glaube, wir beide haben zusammen noch keine Anthologie gehabt. Schau an, da habe ich das verwechselt, aber egal. Du hast heute ein neues Anthologieprojekt dabei, das da wie heißt? Der letzte Turm vor dem Niemandsland. Ihr seht den muskulösen jungen Mann auf dem Cover hinter mir. Das ist das Cover von Der letzte Turm vor dem Niemandsland. Worum geht es da so ungefähr? Also es ist eine bunte Mischung aus Fantasy, Horror, Science Fiction. Also quasi alles, was uns so unter die Finger geraten ist, als wir gedacht haben, der Fantasy Guide muss mal wieder eine Anthologie machen. Du hast das Stichwort genannt. Du bist auch, man kann sagen, der Leiter des Fantasy Guides. Was ist der Fantasy Guide? Also so rein von der Definition her, so ein Crossover, E-Zine mit allen möglichen Ausrichtungen, hauptsächlich Rezensionen im Bereich der Fantastik, also ohne Ausschlüsse von irgendwelchen Genres oder Gebieten. Ja, ich glaube, bei euch sind auch mal Krimis dabei oder Thriller, alles, was so an die Kante rankommt, da seid ihr relativ offen. Ja. Du hast außerdem zusätzlich noch einen Blog als Lapismond oder als Mond, ich hau das immer durcheinander. Also es heißt Mondbornblock, aber ich poste als Lapismond. Ja, das war damals so nicht so perfekt einzustellen bei WordPress. Bist du irgendwie ein Latein-Fan? Kann das sein? Nee, nicht wirklich. Aber damals, als man sich anmelden musste bei AOL, wollte ich nicht Ralf 375 heißen. Ja, okay. Ja. Also ich hab das im ersten Moment auch nicht geschaltet. Ich kannte ihn als Lapismond hier in SL und als Ralf Steinberg heißt er halt. Und das ist übersetzt eben der Lapismond. Ne? Da muss man jetzt mal drauf kommen in dem Augenblick. Ich habe zwar ein Latinum, aber das ist verdammt lange her. Ja, im Fantasy Guide gibt es immer ganz viele Rezensionen. Wie viele Leute schreiben eigentlich Rezensionen für einen Fantasy Guide? Das sind so wahnsinnig viele. Ja, das hat schon nachgelassen. Ich glaube, wir sind im Augenblick so 5 aktive. Eine Frau und dann der Rest halt Männer, die da schreiben. So ein bisschen mit dem ganzen Forensterben verbunden. Es kommt kein Nachwuchs. Ja, den Eindruck hat man allerdings auch so ein bisschen. Es fehlt an Nachwuchs. Es könnte mehr sein in der Fantastik. Das ist richtig. Ja. Vielleicht können wir das ja auf Dauer auch mal irgendwie ändern. Vielleicht sollten wir dann nach World of Warcraft gehen oder im Grand Theft Auto die Lesungen machen. Aber ich glaube, das wird nicht so gut funktionieren. Ja, wir haben ja jetzt die Datenschutzverordnung und so viele Blogger, wie jetzt ihre Blogs wegschmeißen. Ja, du bist gerade ganz leise geworden im einen Augenblick. Es kann sein, dass du mit dem Finger verrutscht bist. Aber du hast gerade über die neue Datenschutzverordnung gesprochen, dass das Blogger sterben momentan. Sterbt ihr auch? Nein, also ein Großteil ist schon geschafft von den ganzen Sachen, die man da machen muss. Und ich hoffe, der Rest kommt noch so, diesen komischen Datenschutzvertrag und ja, Datenverarbeitungstabelle und so viel Krempel. Ja. Wer es nicht weiß, wir haben also eine Änderung des Datenschutzgesetzes, die ab dem 20. Mai oder den 25. Mai, das verwechsel ich immer, wirksam wird. Und da müssen wir sehr eifrig dokumentieren als Blogger, wie wir denn die Daten schützen. Und das ist für uns Blogger gar nicht so einfach, weil wir das gar nicht genau wissen. Also von uns werden Dinge verlangt, die eigentlich die Rechtsabteilung eines großen Konzerns machen müsste. Und das führt dazu, dass viele Blogs geschlossen werden. Und das ist sehr, sehr ärgerlich. Kyberpunk wird auch dazu hören, jedenfalls gehören zeitweise zumindest. Wenn ich das Blog nicht mache, das ist aber nicht so schlimm. Ihr lest mich sowieso nicht im Blog. Ihr lest mich vor allem bei Facebook, wenn ihr mal was von mir lest. Oder ihr kriegt das bei Twitter mit. Deswegen ist das nicht so ein Riesendrama. Und das Blog ist natürlich auch nicht weg, aber ich schalte es auf privat. Aber bleiben wir beim Fantasy Guide. Wie viele Rezensionen sind das eigentlich? Mir kommt das so vor, als wenn das mehrere hundert sind bei euch. Oh, also insgesamt sind wir jetzt bei 16.000 Seiten. Das sind dann so Autorenseiten bei Interviews und so. Aber 16.000 Seiten hat der Fantasy Guide ungefähr. Das ist der Hammer. Also 16.000 Seiten ist echt schon üppig. Cyberpunk Blog hat allerdings auch 11.500 Einträge ungefähr. Ja, das läppert sich zusammen. Ne? Wir sind 2005 an den Start gegangen. Ja, das ist Hammer. Du sitzt heute Abend in Berlin, ne? Oder? Ja.
Also man hört es auch ein bisschen raus, der Ralf ist Berliner. Ein ganz klein bisschen hört man es raus. Und wir haben heute auch noch einen Wiener dabei. Insofern, wir haben heute lauter große Metropolen hier vertreten. Kommen wir zurück zur Sammlung, die du mitgebracht hast. Die ist vom Fantasy Guide herausgebracht worden. Wer ist noch als Herausgeber mit dabei? Ich glaube, da steht auch noch eine Person dabei. Ja, Michael Schmidt und der Achim Hildebrand, also für die alte, hinter uns, also die Anthologie ist von 2014. Und die auf der anderen Seite, das ist der letzte von mir, auf der anderen Seite, die ist von. Kannst du das nochmal sagen? Siehst du, Ronde, siehst du das? Die beiden verschiedenen Cover? Am Ende des Regens ist da, wo ich gerade sitze. Und auf der anderen Seite ist der letzte Turm vor dem Niemandsland. Okay, gut. Du hast insgesamt zwei Geschichten dabei, du hast es gerade gesagt. Und wir wollen dich auch gar nicht länger aufhalten mit deiner Lesung aus der ersten Story. Ich sage schon mal, für die zweite Story gehen wir auf die andere Seite herüber. Erste Story, worum geht's bei dir? Naja, ich bin ja Beamter und du weißt ja, es gibt viele Beamtenwitze und irgendwann denkt man sich, wenn die Leute sowieso denken, man ist komisch, dann kann man auch eine entsprechende Geschichte schreiben. Und jetzt geht es quasi um so einen richtig typischen Beamten und wie er sich verhält, wenn es eine Alien-Invasion gab. Ja, okay. Ich bin übrigens kein Beamter, kann ich hinzufügen, wo man das erwarten würde vielleicht. Insofern, mir ist jeder Beamtenwitz recht. Ich hab neulich den Eltern eines Schülers gesagt, ich glaube, ihr Kind ist so leicht naturverbeamtet. Okay, gut. Lassen wir das lieber. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Ralf Steinberg und seiner Story. Vielen Dank. Amtsfreuden. Neben Vanus Landsmeier explodierte die Realität. Aus einem kristallinen Flimmern traten zwei Ameisen. Bevor Landsmeier reagieren konnte, stieß ihn etwas beiseite. Kusch, kusch, kam es von der größeren Ameise. Dann zogen sie auch schon die Straße weiter Richtung Apogetum. Landsmeier blickte den Aliens hinterher, zuckte mit den Schultern und machte sich wieder auf den Weg zur Arbeit. Der Tag versprach sonnig zu werden. Jedoch lag Dietersdorf schon seit einigen Wochen im Schatten eines Flughafens. Der hing kilometerbreit und hoch wie ein Gewitterwolkengebirge über dem Fleckchen und verdeckte Sonne, Mond und Sterne bis auf einige Streifen an den Rändern des Himmels Richtung Horizont. Wenn man vom Schlauchturm der Freiwilligen Feuerwehr schaute, etwa zum nahegelegenen kleinen Wedelhain, sah man weitere Haufen am Himmel schweben. Eine müßige Pausenbeschäftigung für den einzigen Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr von Dietersdorf, Vanus Landsmeier, wenn er mal wieder Schläuche trocknete. Aber es ging nicht um Müßiggang an diesem schönen Februartag. Man hatte Landsmeier aufgetragen, ein Kommunikationsgitter weiterzuleiten. Einen duftenden Brief. Geduldig hatte er sich am ganzen Körper besprühen lassen. Seine Haare standen deshalb in drei Zöpfen steil nach oben. Er konnte es am Schatten sehen, den seine schmale Figur warf, als er am Bolzplatz vorbeikam. Die Flutlichtanlage erhellte das Dorf und man konnte sogar begeistertes Mandibelklicken hören. Doch Landsmeier kümmerte sich nicht weiter um das morgendliche Spiel. Die Botschaft drängte. Auch wenn er nicht jede Einzelheit wahrnehmen konnte, vermeinte er eine gewisse Wichtigkeit in den Gerüchen zu spüren. Eigentlich verstand er gar nichts von der Ameisenkommunikation, aber er ging von einer besonderen Bedeutung aus. Immerhin sandte man ihn nicht wegen Kleinigkeiten oder gar Belanglosem zum Waldhaufen. Er straffte seine Haltung und legte mehr Würde in seine Schritte. Das Dorf sollte sehen, wie er, Vanus Landsmeier, in Angelegenheiten äußerster Brisanz unterwegs war. Die Dorfstraße gab jedoch keinen langen Laufsteg ab. Zwischen dem Postamt am Anger und dem Beginn des Waldes lagen drei Häuser und der Hof von Brillentoni. Der Bürgersteig trug Spuren der Reinigungssäfte, roch dafür aber auch noch vollkommen neutral. Sehr gut, dachte Landsmeier. Eine einwandfreie und störungsarme Kommunikation war das A und O seines Berufsstandes. Nicht umsonst begann sein Dienst im Morgengrauen. Rein metaphorisch gesehen, denn im Postamt konnte man den schmalen Streifenhimmel nicht sehen. Zum Glück stand Brillentoni nicht am Gartenzaun. Der muffelige Alte trauerte immer noch um seine Sonnenblumen. Doch Landsmeier konnte mit dieser Vorgestrigkeit nichts anfangen. Der Mensch war nun mal zum Dienen geboren.
und bei der großen Königin. Das Leben konnte auch schlechter sein. Beschwingt bog er in den Bimser Weg und kollidierte beinahe mit Sieglinde Brümmer. Boah, stinkst du, Lanze! Frau Brümmer würgte und hielt sich schleunigst die Nase zu, während Lanzmeier den Schwung seines forschen Ganges nutzte, um elegant an ihr vorbeizuschlenzen. Guten Morgen, Sieglinde, es eilt, die Post stinkt nie. Alles ist Kommunikation. Balli! Mit dem Zeigefinger tippte er sich an die Stirn, drückte die Brust noch würdevoller durch und beschleunigte. Das Husten hinter ihm nahm er mit der Gelassenheit des sinnvoll Beschäftigten hin. Keine zwei Ecken weiter, an der Nordseite des kümmerlichen Dorfsupermarktes, der mangels Waren schon einige Zeit leer stand, beschleunigte sich Lanzmeiers Puls. Die Packstation. Dort stand das perfide Objekt der alten Zeit, die Lanzmeier so sehr hasste, als seine Firma sich selbst mit Managementideen abzuwickeln begann. Erst Postämter, dann die Briefmarken und die Paketausgabestellen. Er seufzte tief. Was für ein stolzes Wort. Paketausgabestelle. Wie primitiv hingegen klang Packstation. Und wenn er erst an dieses besserwisserische Terminal dachte, wurde ihm doppelt übel. Aber Paketausgabestelle. Frau Sonja mit dem kecken Näschen im grau-gelben Kostüm. Lanzmeier musterte bösartig die Reste der entmenschlichen Maschine. Die Ameisen hatten sich schon mehrfach daran abreagiert, doch das Mistding war immer noch allzu deutlich erkennbar. Aufmerksam sah er sich um, ging noch einige Schritte auf Abstand und pulte dann einen kleinen Flakon aus der Hosentasche. Pures Ant-I. Mit dem geübten Schwung des Wiederholungstäters schmiss er den Glaskolben gegen das zerstörte Gestell und eilte weiter, bevor ihn auch nur der geringste Hauch streifen konnte. Wäre doch gelacht, wenn heute Abend noch etwas von der Packstation zu erkennen wäre. Und er stellte sich kichernd vor, wie wild gewordene Aliens auf das vaste Gestell einprügelten. Gleich hinter der Bushaltestelle am Ortsausgang befand sich der Aufzug. Die Technik interessierte Lanzmeier nicht, inzwischen störte es ihn auch nicht mehr, von den kristallin funkelnden Lichtpeitschen gepackt zu werden und wie eine Teppichrolle durch die Luft zu fliegen. Man gewöhnt sich an alles. Auch an die Soldaten, die den Aufzug bewachten. Die beiden Soldaten klickten wild mit ihren Mandibeln, als sich Lanzmeier näherte. Der neuesten Mode gemäß hatten sie sich den Thorax mit Stacheln und Dornen vollgeklebt. Es hätte durchaus bedrohlich wirken können, jedoch besaßen Ameisen keinerlei Sinn für Farbe. Zumindest fand Lanzmeier Dornen, die lila und rosa geklingelt waren, nicht besonders angsteinflößend. Dazu benötigten Soldaten auch gar keine spitzen Aufbauten, denn das Unangenehmste der Besuche im Bau und überhaupt im Umgang mit den Aliens kam jetzt. Einer der Soldaten prasselte mit den Antennen auf Lanzmeiers Körper herum, während sich seine sehr scharfen Mandibeln um den Hals des Postboten schlossen. Augen zu und durch, sagte sich Lanzmeier jedes Mal. Dann schubste ihn der Soldat auch schon in den Lichtstrahl und ab ging die Post. Bei seiner ersten Aufwärtsrolle hatte Lanzmeier vergessen, rechtzeitig wieder einzuatmen, so kam er fast erstickt oben an und hätte mit seinem asthmatischen Keuchen bereits doch noch sein Leben verwirkt. Doch inzwischen genoss er das Hochschleudern sogar, inzwischen hatte er ziemlich großen Hunger, aber zuerst die Arbeit. Im Haufen herrschte das gewohnte Gewusel. Wobei natürlich kein Gedränge entstand, da sich die Ameisen ausschließlich mit den Antennen berührten und jeglichen weiteren Kontakt streng vermieden. Lieber blieben sie stehen, bis Platz genug zum Weiterlaufen entstand. Lanzmeier achtete sehr auf diese Lücken, daher er sich nicht leisten konnte, allzu lange irgendwo zu verweilen, denn die Botschaft konnte leicht kontaminiert werden. Heute schien es keine Probleme zu geben. Der Verkehr lief flüssig durch die gewundenen Gänge. Es waren fast nur Ameisen unterwegs. Menschen sah Lanzmeier eher selten. Meist reparierten sie irgendwelche Technik oder warteten die Gangbeschriftung. Und darauf achtete auch Lanzmeier sehr genau. Die Ameisen bauten ihre Haufen ständig um. Es gab nur sehr wenige Teile darin, die man als statisch bezeichnen konnte. Etwa die Brutkammer oder den Antrieb. Als Ameise gab es mit der Orientierung keine Probleme. Man brauchte nur die Fühler auszustrecken und das Netzwerk lieferte die Antwort. Menschen brauchten Schilder. Diesmal ging es erstaunlich zügig. Der Empfänger befand sich in Dumpfgrün 20 und eilte
Der Empfänger befand sich in so einem Grund 20 und eilte Lanzmeier gleich aus seinem Kuben entgegen. Die Antennen huschten und fingerten über Lanzmeier, der seinen Kopf ruhig zwischen den gezähnten Esswerkzeugen hielt. Oh ja, es kribbelte und kitzelte irgendwie angenehm. Eigentlich ging es immer viel zu schnell, fand Lanzmeier. Nicht selten überlegte er sich, wie es wäre, wenn der ganze Romane übertragen würde. Er bekam eine Gänsehaut und die Antennen verweilten kurz. Schnupselnde Mandibeln. Dann ein Geräusch und ehe sich Lanzmeier darauf vorbereiten konnte, hatte ihn die Ameise auch schon mit Löschschleim überschüttet. Weicher, gallertartiger Schleim. Völlig geruchslos, aber in einem milden grünen Ton schimmernd. Lanzmeier drückte sich an die Wand und spürte dem Kribbeln nach, während der Schleim trocknete. Die Ameise war längst verschwunden. Den Lohn hatte sie achtlos auf den Boden zurückgelassen. Nach kurzer Zeit konnte Lanzmeier den zu Staub getrockneten Schleim abklopfen. Dann griff er sich die Essensmarke und machte sich auf den Weg. Zeit zu essen. Der Nahrungsverteiler für Menschen befand sich heute ziemlich weit oben und in den weiter zum Rand liegenden Bereichen des Haufens. Lanzmeier spürte seine Knie schon deutlich. Die vielen schiefen Ebenen waren die Hölle für Menschenknie. Natürlich besaß ein Briefträger jede Menge Ausdauer. Berge traf man im Märkischen Sand jedoch nur weniger an und Vanus Lanzmeier fand diese natürliche Ordnung der Geografie sehr hilfreich. Storch biss er die Zähne zusammen und konzentrierte sich auf die Orientierung. Blassgrau 4 kam gleich nach mehreren Gängen dottergelb. Doch Lanzmeier hatte sich noch nicht so weit durchgeschlängelt, als ihn eine feste Hand in eine Seitennische zerrte. »Was zum?« begann er zu protestieren. »Psst«, antwortete ihm eine dunkle Gestalt. »Lassen Sie mich sofort los, Sie kontaminieren einen königlichen Briefträger«, schimpfte Lanzmeier und versuchte, den Griff am Oberarm zu lösen. »Spiel dich nicht so auf, Lanze, von wegen königlich und so. Du hast da noch Reinigungsschaum am Ohrläppchen und riechst sauber wie ein frisch geputzter Babypuppe.« Diesen respektlosen Worten brachte der Armzerrer seinen Kopf auf Augenhöhe mit Lanzmeier. »Hast du dir endlich Gedanken gemacht? Kann der Widerstand mit dir rechnen?« Lanzmeier funkelte sein Gegenüber an. »Herr Stipsel, ich muss mir dieses Verhalten verbitteln. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich überhaupt darauf eingelassen habe.« Stipsel hielt eine Fiole hoch. »Weil du das hier brauchst und nur wir das Zeug herstellen.« Das Ant-I schwippte begehrlich hin und her. Lanzmeier folgte den Wellen mit glänzenden Augen. »Wir brauchen jemanden wie dich, Lanze. Du kommst überall hin in diesem Dreckshaufen. Dein Job ist die ideale Tarnung. Mit deiner Hilfe können wir den verkackten Ameisen gehörig auf den Senkel gehen. Sei unser Speer, unsere Lanze!« Beschwörend senkte Stipsel seine Stimme und legte jeden Hauch Glaubwürdigkeit und Karma an seine Stimme, die er auftreiben konnte. Doch Lanzmeier hatte Hunger. »Sie haben Mundgeruch, Bürger. Es ist widerlich, sich der Ordnung in den Weg zu stellen, die alles in Gang hält.« Er drückte die Brust durch und legte Verachtung in seinen Blick. »Ihr vom Widerstand redet nur von Zerstörung, aber ich habe einen Beruf, Kommunikation. Jawohl!« Er reckte seinen Kopf in Richtung Gang. »Die Ameisen brauchen kompetente Transportwege für wichtige Nachrichten und deshalb betrauen sie damit Personal wie mich an. Verantwortungsbewusste Postbeamte mit einem Gespür für die Würde des Amtes. Ha!« Er machte sich los. »Mensch, Lanze, das sind Invasoren. Die haben Millionen Menschen getötet. Ihre Dreckshaufen verdunkeln das Land. Da unten stirbt die Natur und wir Überlebenden verhungern.« »Pah, hier verhungern nur die Faulen, die Aufsässigen.« Lanzmeier schob seine Essensmarke wie ein Schild zwischen sich und Stipsel. »Ich muss jetzt weiter. Die Post wartet nicht.« Stipsel gab noch immer nicht auf. »Wenn du Angst hast, dass wir keine Möglichkeiten haben. Heute werden wir den Stinkern zeigen, was wir können. Lass dich überraschen. Doch versuch nach 3 nicht hier oben zu sein und auch nicht direkt darunter. Lanze, wir müssen zusammenhalten. Wir sind Menschen und die nur Käfer. Ein bisschen Chitin außen und knackst du die Schale, sind sie tot.« Er rüttelte Lanzmeier eindringlich an den Schultern. Der drehte sich heraus, sprang auf den Gang, hastet los. »Denk nach, Lanze«, halte es ihm nach. Erstaunlicherweise fand Lanzmeier keine Menschenseele vor, als er die dunkle Kammer betrat, in der heute Essen ausgegeben wurde. Lediglich 2 Ameisen mit dottergelben Tupfen und Sternchen
standen vor einem gelblichen Pilzgeflecht, das die hintere Wand unregelmäßig überzog. Dabei zupften und zerrten sie am Myzel herum und zeigten sich auf eine Weise beschäftigt, die bei Menschen seltsam angemutet hätte. Aber Lanzmeier wusste, dass die Aliens nichts vortäuschten. Vielmehr versahen sie die feinen Fäden des Pilzes mit einem Säureschutz aus ihrem Speichel und überbrückten mit dieser intensiven Pflegetätigkeit die Zeit, bis jemand Nahrung verlangte. So wie Lanzmeier jetzt. Der Nahrungsschub wanderte in eine Dose auf dem schmalen Tresen, dann reichte ihm die Ameise einen Napf, der noch feucht vom Reinigungsschaum glänzte. Dann trat auch die andere Ameise hervor, beugte sich über den Teller und begann, den Brei hervorzuwürgen. Oder zu spenden, wie Lanzmeier es für sich selbst nannte. Rein rational betrachtet stellte dieser Alien nur eine Maschine dar, die aus Pilzen und diversen Gewürzen eine Art Ragout fertigte. Und man konnte es durchaus essen. Es stärkte die Muskulatur und festigte die Bindung zwischen Mensch und Ameise. Lanzmeier fand diese Geste sogar irgendwie rührend. Artig bedankte er sich, holte sein Besteck irgendwie aus der Postumhängetasche, wählte den Suppenlöffel und begann andächtig zu essen. Nun ja, man musste leider stehen. Sitzgelegenheiten gab es im ganzen Haufen nicht. Aber Lanzmeier sah die Effizienz hinter dem Stehimbiss, war er doch in kürzester Zeit fertig und bereit, seine Arbeit wieder aufzunehmen. Kusch, kusch, zischte es neben ihm. Eine weitere Ameise hatte die Höhle betreten und Lanzmeier sprang eilig zur Seite, um den Weg zur Nahrung nicht zu verstellen. Den Teller warf er im Ausgang in eine Wandtasche voller Reinigungsschleim und machte sich beschwingt auf den Weg zur Post. Rosa Route 5 lag nicht weit entfernt. Allerdings musste Lanzmeier sehr viele Pausen einlegen, die seinen üblichen schnellen Postschritt zuwiderliefen, aber als Mensch hatte er einfach nirgends Vorfahrt. In diesem stark frequentierten Teil des Haufens war er gezwungen, ständig darauf zu warten, dass sich eine Lücke im Ameisenstrom ergab und man ihm nicht mit Knurren oder Säurespritzern zu verstehen gab, wo sich sein Platz in der Wiegehierarchie befand. Aber letztlich kam er doch in jener weiten Höhle an, die er Post nannte. Hier standen einige bunt verzierte Soldaten, denn unmittelbar hinter der Post ging es in die Königinnenkammer. Soweit Lanzmeier wusste, handelte es sich dabei eher um das Audienzzimmer, denn die Brutkammer lag irgendwo in Rostbraun, während die Privatgemächer in einem Bereich untergebracht waren, dessen Farbe er nicht kannte. Aber hier lag die Schaltzentrale, denn jegliche Information ging hier durch. Dementsprechend roch es auch stark nach Reinigungsschleim, der verhinderte, dass sich Nachrichten überlagerten. Das Gewusel der Antennen überstieg jegliches Maß an Ordnung und dennoch gab es hinter dem Ganzen ein System, dessen Schönheit Lanzmeier ergriff. Wenn er bedachte, wie plump selbst einfache Gespräche zwischen Menschen abliefen und er es mit dem gewaltigen Fluss an Informationen verglich, die hier sowohl olfaktorisch als auch akustisch verarbeitet wurden, überkam ihn großer Stolz, Teil dieser staatstragenden Maschinerie zu sein. Stempelpaule winkt ihn in den Menschenalkoven. »Hey, Lanze, du sollst zur Chefin!« Stempelpaul zeigte nach hinten zu den Soldaten. Lanzmeier war platt. Das kam jetzt doch unerwartet. Kritisch musterte er den blonden Burschen aus Prünstedt, doch er konnte keine Andeutung eines Scherzes erkennen. Paule machte nie Witze. Das gab sein Hirn einfach nicht her. Aber er konnte mit dem Duftsprüher umgehen und mehr musste er auch nicht können. »Ist was passiert?« Er dachte an den dämlichen Widerstand. »Der Soldat hat nichts weiter geduftet«, antwortete Paule und griff sich einen Schleimschlauch. Lanzmeier tropfte noch, als er vor die Soldaten trat und pflichtschuldig seinen Kopf zwischen die Mandibeln legte. Der Soldat schlug ziemlich heftig kräftig mit den Antennen auf Lanzmeiers Kopf und riss ihm fast die Mütze herunter, doch der tapfere Staatsdiener hielt still. Im Dienst den Kopf zu verlieren, ziemte sich definitiv nicht. Dann öffnete sich die Tür und Lanzmeier folgte einem sanft ansteigenden Gang. Weitere Soldaten hielten Wache und jeder überprüfte den Briefträger, dessen Kopf langsam zu Schmerzen begann. Als er endlich vor der Königin stand, musste er sich Tränen aus den Augen wischen, doch die Erhabenheit des Momentes ließ ihn jeden Schmerz vergessen. Am liebsten hätte er sich vor der rosaroten Riesenameise in den Staub geworfen, aber mit diesem Ausdruck von Verehrung konnten die Aliens nichts anfangen und interpretierten es eher falsch, wie einige Diplomaten zu Beginn der Invasion erfahren durften.
Daher blieb Lanzmeier einfach in gebührlichem Abstand stehen und harrte der Dinge. Was weißt du über den Widerstand? Die Stimme der Königin klang nach dem Kratzen von Fingernägeln auf einem verkrusteten Topfboden, was natürlich an einem schlecht eingestellten Translator lag. Lanzmeier bewunderte die Eleganz dahinter. O Majestät, es ist mir eine Freude, diesbezüglich wichtige Nachrichten weitergeben zu dürfen. Gerade noch so konnte er eine Verbeugung verhindern. Es steckt einem einfach im Blut, schalt er sich. Was? Schnarrte die Stimme. Die Königin bewegte lediglich die Antennen. Der Rest des 6 Meter langen Körpers blieb ruhig. Oh, gerade erst zog mich dieser Stipsel vom Widerstand ins Vertrauen, obwohl ich natürlich stets meine Treue zu Ihrer Majestät versicherte und offenbarte mir seine abscheulichen Pläne. Just heute ist ein Anschlag auf Ihrer Majestät Bau geplant und ich soll nach 3 nicht mehr hier sein. Sicher können eure Leute dieses Verbrechen verhindern. Es war raus. Aufgeregt betrachtete er die Königin. Diese griff mit einer Vorderhand zur Seite und bediente ein Terminal. Geräusche und Düfte wehten herüber, doch Lanzmeier erfasste ihre Bedeutung nicht. Wahrscheinlich war überhaupt kein Mensch dazu in der Lage. Die Zeit verging. Lanzmeiers Körper meldete Protest an. Lange Stillstehen und Hunde gehörten zu den schlimmsten Dingen, mit denen man Lanzmeier quälen konnte. Und als er schon glaubte, gleich umfallen zu müssen, pfiff die Königin etwas laut in den Saal und eine giftgrün bemalte Ameise tauchte aus einer Seitenverkleidung auf. Die Königin trommelte ihr etwas auf die Antennen und sogleich verschwand die Dienerin wieder. Das Warten begann erneut. Lanzmeier spürte das Drängen abgeschlossener Verdauung, doch zum Glück ging es plötzlich ganz schnell. Die grüne Ameise kam zurück. Sie wurde von 2 Soldaten begleitet, die unscheinbare Klumpen trugen. Erneut klapperten die Antennen. Die Königin griff sich eines der Pakete und biss es in der Mitte durch. Achtlos fielen die beiden Hälften herunter und Lanzmeier sah Drähte und etwas, das wie ein alter Wecker aussah. Fast hätte er sich in die Uniform gemacht, dann aber besann er sich. Das waren Aliens, die mit riesigen Ameisenhaufen in den Wolken schwebten. Die konnten ja wohl simple Bomben entschärfen. Lächerlich an ihrer Macht zu zweifeln. Da drehte sich die Königin in seine Richtung. Deine Information war nützlich. Du hast dir einen Dank verdient, Mensch. Wir werden dir einen Wunsch erfüllen. Lanzmeiers Herz hüpfte. Es gibt da etwas, das nicht nur ein Wunsch von mir ist, sondern darüber hinaus unglaublich großen Nutzen für die Kommunikation besitzt. Er atmete tief in die bebende Brust, führt wieder Briefmarken ein. Die Königin konsultierte erneut ihren Computer. Dann klackerte sie mit der grünen Ameise und diese kam anschließend zu Lanzmeier und besprühte ihn mit einem strengen Gemisch aus Düften, von denen er nur Thymian und Erdnussbutter deutlich wahrnahm. Bring die Nachricht ins Archiv, Nachtschwarz 20, knarrte die grüne Gienerin und Lanzmeier sprang gehorsamst hinaus. Etwas außer Atem erreichte er Nachtschwarz 20. In seiner Brust glühte immer noch der Stolz über das Lob der Königin. Oh ja, Vanus Lanzmeier hatte sich über die anderen Briefträger erhoben. Loyal und unvoreingenommen, ganz im Dienst störungsfreier Kommunikation. Dienstbeflissen ging er auf die Ameise zu, die vor mehreren Gestellen mit den verschiedensten Gegenständen hin und her lief und dabei immer wieder mit den Antennen über die so ausgestellten Exponate strich. Es sah tatsächlich aus wie ein Museum. Nur alles auf Kopfhöhe und für die Antennenreichweite der Ameisen angeordnet. Die Ameise drehte sich auf der Stelle und wandte sich dem Briefträger zu. Lanzmeier legte den Kopf zwischen die Mandibeln und spürte das feine Tasten. Die Ameise schnitt den Kopf fein säuberlich ab. Die blaue Mütze segelte sanft auf den Boden. Lanzmeier fiel mit einem lauten Plumpsen um. Die Ameise schaute gar nicht hin, sondern kauterisierte die Schnittstelle am Schädel durch etwas Säure aus der Dirseldrüse, kontrollierte noch einmal die Nachricht der Königin und legte sie dann in eine Konservierungsbox. Briefmarken. Interessantes Konzept, fand die Archivarin. Nachdenklich betrachtete sie das Menschengesicht. Und jedes Motiv einzigartig. Dann stellte sie die Nachricht in ein neues Regal. Sich selbst reproduzierende Sammelobjekte. Ja, das gefiel ihr. Wer hätte gedacht, dass dieser Planet sich als so nützlich erweisen würde?
Vielen Dank, vielen Dank. Das Gute an so einer Geschichte ist, dass man am Ende seine Hauptfigur los ist und nicht eine Fortsetzung schreiben muss. Ja, ich finde auch, das ist einen ganz dicken Applaus wert, meine Damen und Herren. Ich fand es vor allem einfach gut gelesen. Es war ganz wunderbar. Und, plätschert er so herrlich an einem vorbei. Sehr schön. Woher stammt eigentlich die Idee für diese Geschichte? Natürlich aus dem Betrachten einer Packstation. Okay, ja, und aus dem Beamtentum, das hast du ja schon erwähnt. Genau, und dann hatte ich, weiß nicht, irgendwie so ergeben, dachte mir, jetzt brauchen wir auch noch eine Figur, die ja, das falsch tut, ja. Das Richtige will. Okay, also wir haben da jemanden, der definitiv alles falsch tun würde, was er macht. Damit meine ich nicht den Autor. Nein. Ja, du hast uns noch eine Geschichte mitgebracht und dafür müssen wir irgendwie den Platz ändern, ne? Ja, jetzt müssen wir rüberlaufen, genau. Deswegen bin ich so froh über virtuelle Lesung. Dieses Laufen, das ist einfach nicht meins. Also gehen wir rüber. Ihr könnt den Discord natürlich trotzdem zuhören, ohne zu laufen, aber wir würden es merken. So, ich habe mich umgezogen. Und du hast dich auch noch umgezogen dazu, das ist ja faszinierend. Also sogar noch die Klamotten gewechselt. Ja, Booktom hat zwei Leseanimationen gebaut, die ich ganz hervorragend finde. Und jetzt habe ich das andere Buch in der Hand. Ja, das muss man, das ist typisch für Booktop. Er hat immer, er sorgt immer dafür, dass die Leute Leseanimationen bekommen. Und da ist er sehr, sehr gewissenhaft. Und man beachte die Bücher, die derjenige da in den Händen hält. Da ist er auch noch detailverliebt dabei. Es ist auch immer das passende Buch. Tja, und worum geht es in der nächsten Geschichte? Ja, die nächste Geschichte, die handelt in Sarami. Sarami ist so eine Art Sammelmöglichkeit für Geschichten und Abenteuer, so ähnlich wie die Diebeswelt. Und die wurde von ein paar Autoren vor auch schon wieder 10 Jahren erschaffen. Da bin ich ja später hinzugestiegen. Inzwischen schreibt da kaum einer mehr, aber ich hatte damals die Wiki mit den Informationen für die Serie erstellt. Und da fielen mir dann immer so ein paar Lücken auf oder ein paar Figuren, die wo ich dachte, Mensch, die kann man doch mal zusammenführen. Das bietet sich irgendwie an, da Verbindungen zu schaffen. Und das habe ich dann gemacht in einer Geschichte, die ist vielleicht ein bisschen zu lang. Kann sein, dass du dann mal einschreiten musst und dann sagen musst, Stopp, Schluss, wir brauchen einen Wechsel. Ja, ich sage an der Stelle, das würde ich wahrscheinlich so um 21.05 Uhr machen. Dann haben wir das ausgeglichen. Wir haben 5 Minuten später angefangen. Denn der Stefan Czernorui steht ja auch schon in Startlöchern. Ne? Und ich habe dem gerade Bescheid gesagt, dass wir uns ungefähr 5 Minuten verspäten. Also wir haben noch 20 Minuten Zeit und die nutzen wir auch voll aus. Viel Spaß mit Ralf Steinberg. Verführerische Duft. Eine Sarami-Geschichte. Der alte Gord öffnete die Tavernentür persönlich und verabschiedete Viona Makana mit einer tiefen Verbeugung. Die schwerfällige Bewegung ließ seine Knochenplatten krachen. Etwas, das die Gäste der Spelunke nicht alle Tage sehen konnten. Jedoch lagen die meisten Blicke nicht auf der gekrümmten Gestalt des Glisk, sondern folgten der eleganten Frau, deren Präsenz sich aus dem Schankraum zurückzog wie das Meer vor einer Sturmflut. Mit ihr schienen die Kerzen zu kleinen Stummeln zu schmelzen, deren Licht kaum mehr ausreichte, die vernarbten Bretter der Tische zu beleuchten. Der Qualm aus dutzenden Pfeifen und dem verrußten Kamin gewann dagegen eine Festigkeit, als wollte er die schwindende Helligkeit durch seine eigene Herrschaft ersetzen. Die Besitzerin des Waisenhauses am Wickerplatz überging die unterwürfige Geste des Alten mit jener Anmut, die er schon ganz andere Männer und wesentlich hübschere dazu vor die Füße geworfen hatte. Sie wog den Spendenbeutel spielerisch in der Hand und verabschiedete sich von der stummen Menge mit einem zarten Lächeln. Ihre schwarzen Augen wanderten dabei von Gesicht zu Gesicht. Egal zu wem es gehörte, üble Trinker, Huren oder kampferprobte Söldner, sie alle glaubten, dass dieser Blick ganz allein ihnen gehörte. Er bohrte sich tief in die Herzen hinein, überwand selbst stärksten Veta-Rausch,
und hinterließen nach seinem Hinweggleiten das Gefühl einer lang ersehnten Auszeichnung eines strengen Lehrmeisters. Danke, hauchte sie schlicht und trat auf die kleine Kreuzung, an deren Ecke die Taverne zur blutigen Klinge wie eine uralte Festung aus zusammengesunkenen Mauern hockte. Sie ließ den Geldbeutel in ihren Gewändern verschwinden, ohne dass zu sehen gewesen wäre, wohin. Ihre Gestalt blieb schlank und verführerisch geschwungen, wohlfein zur Geltung gebracht von einem Kleid, in dem jedem andere Frau wie eine Bettlerin gewirkt hätte. Doch Viona Makana brachte den Stoff zum Leuchten, als wäre er aus kostbarstem Loptat. Selbst die einfachen Holzpantinen an ihren Füßen schienen jeden Dreck abzustoßen, der die feuchten Steine der Gosse bedeckte, als würde Schlamm und Unrat ebenso vor ihr weichen wie Fnossels und anderes Getier, das sich davon ernährte. So glitten ihre Schritte tänzerig leicht durch die Nacht, bis sie mit einer blitzschnellen Bewegung in die Dunkelheit einer Ladennische griff. Gefolgt von einem erstickten Schrei, zerrte sie daraus einen schlaksigen Jungen hervor. »Hey!« brachte Balai hervor. Doch dann erkannte er die Frau, obwohl er sie bisher nur aus der Ferne gesehen hatte. Er wusste, wen er vor sich hatte, und mit einem jungenhaften Grinsen sank er in sich zusammen. »Frau Makana«, stammelte er, ohne den Versuch zu wagen, seinen Arm aus dem schmerzenden Griff zu befreien. »Ich kenne dich«, sprach ihn die wunderschöne Frau an. Es klang ihm in den Ohren wie das Wetzen eines Schwertes, bereit, ihm die Kehle durchzuschneiden. Doch er hätte schwören können, keine lieblichere Stimme je in seinem Leben gehört zu haben. »Du treibst dich mit Pinker herum.« Ihm blieb nichts anderes übrig, als dieser Stimme, diesem sengenden Blick zu antworten. »Ja, aber es ist ganz harmlos, Frau Makana.« »Harmlos?« fragte die Frau. Der kühle Ton in diesem Wort schnitt sich tief in die Angst des Jungen. Er besann sich gerade noch rechtzeitig, nicht einfach loszuzittern oder noch peinlicheren Trieben freien Lauf zu lassen. »Ist es dir nicht ernst mit meiner Tochter? Machst du ja nicht seit dem letzten Neumarkt schöne Augen? Scharwenzelst du nicht jede schreie Stunde um sie herum und hinderst sie daran, ihren Pflichten nachzukommen? Nennst du das harmlos? Willst du ihr das Herz brechen und sie dann einfach wegwerfen wie faules Gemüse?« Balai gönnte sich ein kleines Aufatmen, doch wagte er nicht, weitere Anzeichen seiner Erleichterung preiszugeben. Stammelte er. Dann hatte sich genügend Spuck und Mut in ihm angesammelt, dass er weiterreden konnte. »Pinka, es ist ganz plötzlich geschehen, Frau Makana. Ich konnte gar nichts dafür. Sie ist kein Kind mehr.« Mit einem fast freundlichen Flüstern beendete Viona Makana den Satz des Jungen und lockerte ihren Griff. Balai fühlte sich gleich sicherer. »Ja, mich haut das auch völlig um. Können Sie mir glauben, wir sind wie Geschwister, Prüfend sah er in das Gesicht der Waisenmutter. »Beweis mir, dass du nicht nur mit ihr spielst.« Erschreckt zuckte Balai zusammen, als sich die kalten Finger wieder fester um seinen Arm schlossen. »Keine Gelegenheit?« murmelte er. Früher ging man für so etwas in den Garten der Taipa. »Der Duftgarten?« Irritiert zog Balai die Stirn in Falten. »Das war eine Legende, ein albernes Märchen für Mädchen.« Ein feines Lachen erklang und fegte Zweifel und Ängste davon. »Was seid ihr jungen Leute doch für armselige Liebchen? Sucht ihr überhaupt noch nach den geheimnisvollen Arten der Liebe?« Plötzlich strahlte die Frau eine wohlige Güte aus. Sie wurde in Balais Augen zu jener liebevollen Mutter, wie er sie aus Pinkas Worten kannte, an deren Wahrheitsgehalt er während dieser Begegnung zu zweifeln begonnen hatte. »Da kann ich dir helfen. Ich müsste da in meinen Jugendsachen noch eine Karte haben.« Verschwörerisch zwinkerte sie ihm zu. »Die werde ich dir zukommen lassen.« Dann sah sie ihn ernst an. »Junger Mann, ich erwarte, dass du die Situation nicht ausnutzt. Ein Treffen an einem lauschigen Örtchen ist kein Versprechen für mehr. Habe ich mich klar ausgedrückt?« Er bejahte eilig und wunderte sich, dass diese letzten Worte von ihr überhaupt nicht mehr bedrohlich wirkten. Doch bevor er sich weitere Gedanken über diese seltsame Schwinden seiner Angst machen konnte, hatte er sie schon vergessen. Mit einem strahlenden Lächeln erwiderte er den warmherzigen Händedruck von Pinkas Mutter.
Er lächelte noch, als das Tageslicht seine Gaunerschicht in den Gassen der Stadt beendete. Und er träumte von Pinka in einem blühenden Garten. Rot leuchteten ihre Haare, so rot und samten wie ihre Lippen. Das tiefe Stimmengebrumm der Stadtwache wurde leiser, als die Patrouille um die Ecke der Gasse bog. Aus dem Zwielicht eines Hofeinganges verfolgten aufmerksame Blicke das Verschwinden der Blauschärpler. Und obwohl aus dem nächtlichen Saramir noch genügend Lärm herüberdrang, wurde das unterbrochene Gespräch im Flüsterton fortgesetzt. »Es kann überhaupt nichts passieren!« »Das sagst du immer und hinterher bekomme ich wieder Ärger, während du längst über alle Berge bist.« »Du darfst dich eben nicht immer erwischen lassen wie ein lahmer Litat«, foppte Bale das Mädchen, dessen dunkle Augen misstrauisch auf ihn ruhten. Ihre schmale Gestalt steckte in einem einfachen Stoffkleidchen, grau im Halbschatten der dürftigen Gassenbeleuchtung. Pinka zeigte dem Jungen, der sich provozierend lässig an den Torbogen lehnte, einen Schmollmund. Dann sah sie wieder auf das rissige Pergament, dessen widerspenstige Ecken sie mit Steinen beschwert hatte. Der verschlungene Schatten ihrer Körper verbarg das Dokument vor neugierigen Blicken, doch Pinkas Augen vermochten die Skizze auch im düsteren Zwielicht zu lesen. Sie kannte den Kessel fast so gut wie das Viertel rund um den Wickerplatz. Dort stand das Waisenhaus, in dem seit einigen Jahren lebten. Doch im Kessel wohnten lauter reiche Leute. Hier patrouillierte die Stadtwache viel häufiger und es gab jede Menge Söldner, welche die protzigen Villen bewachten. Sie zeigte auf einen großen Fleck. »Das ist Bofachts Haus, direkt neben deinem blöden Garten. Wir werden nicht mal in die Nähe kommen, ohne erwischt zu werden.« Der Junge rollte vergnüglich mit den Augen. »Genau, das ist es doch. Man sagt sich, dass nur Bofach den Weg zu Taipas Duftgarten kennt. Niemand hat ihn je betreten, seit unzähligen Jahren. Aber wir werden es schaffen. Wir sind unsichtbar.« Triumphierend streckte er die Faust in Saramis Nachthimmel. Eine kleine Fiole ragte aus der Hand hervor und funkelte kurz im Licht von Surema, dem Wandelmond. Pinka schüttelte energisch ihre roten Locken und kniff die Brauen noch fester zusammen. »Du glaubst aber auch alles. Ich jedenfalls finde es merkwürdig, dass man das Elixier vorher noch nicht ausprobieren kann. Würde dein Kopf einwandfrei funktionieren, würdest du mir zustimmen, statt immer verrücktere Pläne auszuhecken.« Sie verschränkte ihre Arme vor der Brust und sah ihn herausfordernd an. »Sinton hat das Elixier direkt von seinem Meister bekommen. Es wird uns unsichtbar machen.« Eindringlich betrachtete Barley die kunstvoll verzierte Flasche. Dann schaute er Pinka fest in die Augen und lächelte. Das Mädchen zwinkerte. »Pinka«, hauchte der Junge, »es ist ein Abenteuer. Niemand außer uns wird das schaffen. Wir sind die Kesselgeister.« Bedeutungsvoll hob er die Brauen und hauchte das letzte Wort in ihre Richtung. Das Mädchen roch den erdigen Duft ihres Freundes und obwohl sie jede seiner Verführungsdufte kannte, gelang ihr einfach kein Widerstand, jedenfalls nie auf Dauer. »Du bist ein Schuft«, flüsterte sie. Barley grinste. »Ja, aber du bist meine große Inspiration.« Dem Stein, der mit einer geschmeidigen Handbewegung in seine Richtung geworfen wurde, wich er gerade noch rechtzeitig aus. Seine kleine Freundin hatte auch gar nicht genau gezielt. Das wusste er. Der Kessel verdankte seinem Namen einer natürlichen Begrenzung durch hohe, aufragende Felsformationen im Osten Saramis, die eine Ausbreitung der Vorstadt in den Dschungel einschränkte. So entstand zwischen Stadtmauer und dem Gebirge eine abgeschottete Enklave, die besonders die Bürger der Stadt anlockte, die im eigentlichen Stadtgebiet keine freie Fläche für ausgedehnte Wohnanlagen mehr fanden. Die Villen und Paläste umgab man mit hohen Mauern. Gut bezahlte Söldner sorgten für den Schutz und kleinere Durchbrüche in der Stadtmauer verbanden über sorgfältig gepflasterte Straßen den Kessel mit der Stadt. Vom einstigen Vorland sah man schon seit langer Zeit nichts mehr. So dass kein Saramir wusste, dass hier im Osten einst der berühmtesten Kultstätte des Landes zu finden waren. Wenn sie nicht abgerissen wurden, bezogen feinfühlige Architekten die schönen Gebäudeteile in ihre Planung ein. Manche alte Kultstätte verschwand auch einfach zwischen den Steinwällen benachbarter Händler, vergessen von gelangweilten Saramiern, denen die Vergangenheit nichts bedeutete. So konnte es geschehen,
dass Generationen später ein Erbe über dem Zugang zu einem dieser eingemauerten Überbleibsel einer fernen Vergangenheit stolperte und wenn es sich dabei, wie im Falle des Alexanders Bofacht, um eine besonders einflussreiche Persönlichkeit handelte, dauerte es nicht lange, bis die Gerüchte durch die Gassen wallten und Neugierige anzogen. Als sich herumsprach, dass Bofacht auf seinem Grundstück den mystischen Duftgarten der Taipa entdeckt hatte, sorgte er schnell für Geflüster in den Tavernen und in den Schatten wurden Münzen gewechselt. Doch Bofarts Anwesen zu betreten war noch nie einfach und der Alleshändler verstärkte seine Schutzbemühungen alsbald und keiner der gedungenen Räuber kehrte zurück. Auch die Nachbarn, allesamt ähnlich reiche und auf ihre Abgeschiedenheit achtende Bürger, stellten neue Wachen auf oder kauften abgerichtete Lettaden. Bald legte sich der Wunsch, den legendären Garten zu betreten. Zumal in den Sagen nie von Schätzen die Rede war, sondern nur von seiner Schönheit und den angenehmen Düften. Als Schutzpatronin des Handels hatte Taipa vielleicht in einem anderen Land, ja sogar in einer anderen Stadt wesentlich mehr Aufsehen erregt und ihr Tempel stünde in voller Pracht. In Sarame blühte zwar der Handel, aber zu seinem Schutz heuerte man lieber eine gut geführte Klinge an. Außerdem hatte sich Taipa für einen Kuss aus dem Kreis der neun großen Götter verabschiedet und nur wenige entwickelten in einer so grausamen Stadt wie Sarame Zeit für sentimentale Gefühle. Zu ihnen gehörte Balai. Er hielt sich gerade mit seiner ganzen Kraft an einem bedrohlich verbogenen Balken fest, der ziemlich weit in einen Hof hineinragte. Balai spähte gründlich in die Dunkelheit und ignorierte derweil das Brennen in seinen Muskeln. Doch er sah nichts. Keine böse funkelnden Augen, noch das Blitzen von Metall. Die Luft schien sauber zu sein. Mit einem unterdrückten Ächzen ließ er den nachfedernden Balken los. Dumpf landete er auf den Boden. Seine Knie taten weh und das Hämmern seines Herzens mochte den ganzen Kessel alarmieren. Neben ihm plumpste etwas und beinahe hätte er laut aufgeschrien. »Was ist an? Warte, bis ich rufe, nicht zu verstehen!« übertünchte er flüsternd sei erschrecken. »Hätten wir wenigstens den Unsichtbarkeitstrank genommen!« Pinker legte ihm die Finger auf die Lippen, zischte etwas und wies in die nördliche Ecke. Dort standen einige Nachtkerzen und reckten dem fahlen Mondlicht ihre Blüten entgegen. Ein leises Säuseln erklang im Hof, als der Abendwind durch den gepflegten Garten wehte. Und er bewegte die Federn eines großen Vogels, der auf seiner Stange neben den langstieligen Blumen ruhte. Bisher schien er sie nicht bemerkt zu haben, was an ein Wunder grenzte, denn arcturianische Nachtigallen waren berühmt für ihre Wachsamkeit. Vorsichtig schlichen sie zu einer der nahegelegenen Wände und tasteten sich an ihr entlang, bis sie die Öffnung einer Tür fanden. Ein schwerer Vorhang trennte die dahinterliegenden Räume von Innenhof. Mit einer Hand schob Balai das Tuch beiseite, mit der anderen hielt der Pinker davon ab, unbedarft reinzustürmen. Dann trat er über die Schwelle. Die Dunkelheit im Innern hinderte ihn zunächst daran, irgendetwas zu erkennen. Langsam gewöhnten sich seine Augen aber an das wenige Licht, das von irgendwoher über ihn zu kommen schien. Sein kühler Farbton deutete auf eine Papillolampe hin. Balai mochte die Leuchtenwürmer nicht besonders, seit er für nichts weiter als eine schimmelige Mahlzeit mehrere Tage lang deren widerliche Körper in die Glasröhren stecken musste. Als ihn der Händler fluchend rauswarf, bereute Balai es keineswegs. Pinker schob ihn ungeduldig vorwärts. Rechter Hand musste sich der Eingang in das Kellergewölbe befinden. Wenn ihre Karte den Aufbau dieses Palastes korrekt wiedergab, sollten sie von dort in die Katakomben gelangen, die direkt zu Bofarts Anwesen führten. Er wollte schon zu dem sich abzeichnenden Torbogen eilen, als ihn Pinker grob zurückriss. »Sauga«, flüsterte sie. Entsetzt spähte er auf dem Boden zu seinen Füßen. Tatsächlich. Vor ihm konnte er den Umriss eines dieser Teppichwesen entdecken. Nur an den sich in Wellen bewegenden Fransen erkannte man den Unterschied zu einem einfachen Bodenbelag. Das Mädchen zog den zunehmend verunsicherten Balai weiter. Sie umrundeten das sonderliche und furchtbar teure Wesen, von dem Balai in seinem Leben nur ein einziges weiteres Exemplar gesehen hatte, und befanden sich plötzlich auf der Treppe ins eisige Nichts. Zumindest kam Balai es so vor. Die dumpfe Hitze des Tages hatte in diesem Palast kaum eine Auswirkung gezeigt, stimmt wurde er aufwendig gekühlt, aber aus dem Keller schien eine unnatürliche Kälte emporzusteigen.
Doch während der stets mutige Straßengänger zu verzagen begann, nahm Pinker die Stufen mit der Selbstsicherheit einer jungen Frau, der die ganze Welt zu Füßen lag. Barley setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen und wurde trotzdem vom Ende der Treppe überrascht. Ein muffiger Geruch hatte sich zu der bedrohlichen, wirkenden Kälte gestellt und er zog die Schultern zusammen. Die rechte Hand fest an den kleinen Dolch gepresst, lauschte er auf das leise Tappen der Schritten seiner Begleiterin. Sie wandten sich nach links und er rannte fast in sie hinein, als Pinker an einer Ecke stehen blieb. Ein Zischen erklang und dann blendete ihn eine schmerzende Helligkeit. »Verdammt, Pinker! Kannst du mich nicht warnen, wenn du die Fackel anzündest?« Langsam konnte er durch die schmalen Spalte seiner Lider wieder etwas erkennen. Natürlich Pinkers Grinsen. »Auch wieder dabei«, neckte sie ihren Freund und wies dann mit dem Kinn in Richtung eines Ganges, der sich vor ihr öffnete. »Genau wie in der Karte eingezeichnet. Sogar die Fackel steckt hier in der Wand.« Barley beäugte skeptisch die verkrustete Wandhalterung und das brennende Holzstock in Pinkers Arm. Doch bevor er etwas sagen konnte, hatte sie ihn schon gepackt und mit sich gezogen. Gerade als er doch etwas anmerken wollte, sah er einen Schemen auf sich zustürzen, dann traf ihn etwas am Kopf und sein Geist verlief sich in einem Labyrinth aus Dunkelheit. »Mutter!« Pinker starrte mit einer Mischung aus Überraschung und Entsetzen auf Fiona Makana, die den bewusstlosen Barley in den Händen hielt und ihre Lieblingstochter sanft anlächelte. »Du hast den Weg also gefunden und ihn mitgebracht«, säuselte Fiona und streichelte dem Jungen sanft über die Stirn. Ich wischte dabei eine Strähne aus dem blassen Gesicht und ließ Pinker keinen Moment aus den Augen. »Aber er ist gar kein...« »Kein Dieb?«, fragte Fiona, ohne die Stimme zu heben. Sie wussten beide, dass der Junge ein ganz normaler Straßenjunge Saramis war. Ein Betrüger, Streuner und ein Dieb. Das Mädchen hielt mit krampfenden Fingern die Fackel fest. Sie schluckte und sprach dann stockend. »Er ist mein Freund.« »Ich weiß.« Fiona trat näher und trug den Jungen dabei mühelos in ihren Arm. Der Glanz ihrer violetten Augen wurde strahlender, als sie sich dem Licht näherten. »Weißt du, was mit all den kleinen Taugenichtsen geschieht, die du in unsere Schatzkammer lockst?« Angst schlich sich in Pinkers Gesicht. Ihr Geist raste. Fieberhaft suchte sie nach einem Ausweg. Dieses Abenteuer wandelte sich in einen finsteren und grausamen Abgrund, der all ihre Träume und Wünsche aufzusaugen begann. »Mutter, bitte!« Die Verzweiflung brachte Tränen hervor. Fiona näherte ihr ein ganz Sarami angehimmeltes Antlitz den feuchten Wangen des Mädchens. »Was bist du bereit zu geben für ihn?« »Für mich?« »Genau das werden wir jetzt nicht erfahren. Denn an diesem finsteren Abgrund, der bietet sich einfach für einen Cliffhanger an.« »Da hast du recht.« »Und den werden wir jetzt an dieser Stelle auch machen. Ich danke dir vielmals, Ralf, für diese wunderbare Lesung, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Ich musste ein-, zweimal vom Computer weg, aber ich habe trotzdem was alles mitbekommen. Toll gelesen, fand ich, und sehr stimmungsvoll. Und auch nochmal vielen Dank an BookTom für diese wunderbare Kulisse, die jetzt auch wirklich Sinn ergibt mit all ihren Insekten beispielsweise. Ja, und ich will jetzt auch gar nicht hetzen oder Stress machen. Ich will immer nur dafür sorgen, dass alle unsere Schriftsteller glücklich sind. Auch der Stefan Czernohobi, der drüben im Kreativdorf schon wartet. Ich habe euch gerade eine Landmark gegeben. Der ersten Hälfte habe ich eventuell die falsche Landmark gegeben, der zweiten Hälfte auf jeden Fall die richtige. Ihr kommt aber trotzdem im Kreativdorf an. Wenn ihr merkt, ich schicke euch einen Teleport, dann kommt einfach rüber. Und ja, es ist schon 21.06 Uhr. Ich würde sagen, wir verlassen diese wunderbare Location jetzt. Mit einem dicken Applaus nochmal für Ralf erstmal. Vielen Dank, vielen Dank. Da kommt er. Ja, den hat er sich auch verdient, ganz dicke. Und wir springen dann rüber mit Hilfe der Landmarks, wie ich hoffe, in die Kulissen von Stefan Czernohobi zu den Hilfskräften.